Darts Adventskalender und jede Menge Türchen. Also ehrlich gesagt, ich bin froh, dass diese Zeit jetzt rum ist. Ähnlich wie diese ganz komischen Kloppo-Runden jetzt zwischendurch bei der Darts-WM. Genauso fühle ich mich auch gerade. Und so viel kann ich hier schon vorwegnehmen. Ihr wolltet noch die restlichen Türchen ausgepackt sehen, mache ich. Aber von all diesen Kalendern hat mir einer Spaß bereitet. Und bei den anderen muss ich sagen, die nehmen sich ehrlicherweise nicht sehr viel. Aber gut, jetzt erstmal noch die ganzen Türchen auspacken. Ich zeige euch, was da drin ist, beziehungsweise war. Und dann gibt es im Fazit nochmal einen kleinen Appell. Und so sieht das aus, wenn alle Adventskalender ausgeplündert sind. Die letzten Türchen habe ich geöffnet und ich denke, wir machen das jetzt hier mal im Schnelldurchlauf. Ich habe die ganzen Dinger hier in eine Reihe gelegt. Das geht hier los ab dem 14., 15., 16. und so weiter. Bis zum 24. Die oberste Reihe, das ist der Kalender von Dartsturm, beziehungsweise der Inhalt. Die Reihe darunter, das ist dann MacDart. Und die letzte Reihe ist der dritte Kalender von Dartspool. Jeden Tag einfach mal ratzifatz zeigen, was war drin. Und dann vergebe ich die Sterne. 1, 2 oder 3. Ich muss mich entscheiden und am Ende wird alles zusammengezählt. Und dann kann ich sagen, welcher Darts-Adventskalender hat die meisten Sterne eingesammelt. Fange ich also an beim 14. Im Dartsturm-Adventskalender waren rote Mission Shafts drin. Im MacDart-Adventskalender war ein Shaft Removal Tool drin. Und bei Dartspool gab es sogar nochmal ein extra Package, denn das war zu groß. Einmal nämlich so ein D-Pulse Wallet und in dem Türchen selber war nochmal ein Satz weißer Schäfte. Einfaches Wallet, man kann sein Zeug verstauen von D-Pulse, ich hab's noch nicht. Darum ganz klare Sache, das sind 3 Sterne. Das Shaft Removal Tool von Winmore kann man durchaus mal gebrauchen. Warum nicht? Das sind die 2 Sterne. Und dann bleibt ein Stern für Schäfte. Das ist nichts Besonderes im Kalender. Am 15. waren bei Dartsturm schwarze einfache Flights drin. Bei MacDart waren es jetzt grüne Snakebite-Schäfte von Red Dragon. Und D-Pulse hat uns mal einfache schwarze Points gegönnt. Sternevergabe für mich super easy. Das hier ist ein Stern. Simple Flights dann 2. Und weil Grün nun mal meine Lieblingsfarbe ist und immerhin Snakebite, sind das jetzt mal die 3 Sterne. Rüber zur Tür Nummer 16. Bei Dartsturm sind es die L-Style Premium Lip Points. Schöne Sache, auch mal L-Style dabei. Bei MacDart sind es diese Trident Caps, die man vorne einfach drauf schiebt auf die Points. Und bei Dartspool eine Bulls Wasserwaage bzw. Level Fix. Und der Tag ist sternemäßig auch schnell vergeben. 3 Sterne für die L-Style Lip Points. 2 Sterne für eine brauchbare Dartboard-Wasserwaage. Und der letzte Verbleib für die Trident Points. Nächstes Türchen Nummer 17 bei Dartsturm, Mission Saber Shafts. Bei MacDart gibt es blaue Iceman Shafts. Und bei Dartspool ist es ein recht stabiler Flight-Locher von Bulls. Naja, ich sag mal so, sind ja einige Schäfte und Flights in den Kalendern drin. Und so ein Ding, gerade wenn es eine haltbare Variante ist, kann man gebrauchen. Deswegen ganz klar, das sind 3 Sterne von mir. Naja, und wenn man sich entscheiden muss zwischen Schäften und Schäften, wenn, dann spiele ich lieber die Saber Shafts mit den Alukappen drauf. Also 2 Sterne dafür und ein Stern für die einfachen Iceman. Und schwupp, rüber geht's zu Türchen Nummer 18. Bei Dartsturm waren hier solche Star Wars Flights mit drin. Auch wenn es wieder Flights sind, aber wenigstens vom Design Star Wars Thema und so. Das ist ganz cool. MacDart, ja, so ein Shaft Removal Tool von der schlechten Sorte. Das Ding mag ich schon mal nicht. Es ist ein Flaschenöffner, das ist noch das einzig Gute da dran. Und bei D-Pulse, das finde ich generell immer gut. Gab schon einige Türchen, aber hier ist dann wenigstens Shaft und Flight mit dabei. Hier jetzt mal schwarz-weiß, da war auch schon mal irgendwie pink-weiß, also ein bisschen in den Farben mal wechselnd, auch mal andere Flight-Formen. Das ist hier die Kite-Form zum Ausprobieren. Von der Idee finde ich eigentlich ganz cool. Deswegen, ich sage mal 2 Stück, 2 Sterne. Dieses Tool ist Kacke. 1 Stern. Und die Flights, weil ich halt Star Wars mag und weil es wirklich mal ein bisschen was anderes ist, kriegen die jetzt mal die 3. So, und schon kommen wir zu Türchen 18. Da sind einmal L-Style-Schäfte drin. Bei MacDart eins der Highlights aus dem Adventskalender. Brass Darts von Peter Snakebite, right? Wenn ihr mal meinen Brass Darts Beitrag gesehen habt, wo ich sage, ich finde Brass Darts sind für Anfänger so oder so nicht gut geeignet, da habt ihr auch diese Darts schon mal drin gesehen. Ich habe sie weder angefasst noch gespielt und ja, die sind bereits stumpf, nämlich angelaufen. Eigentlich soll so ein Ding hier 20 € kosten, wenn man es kauft. Really? 20 € überlegt man, der ganze Kalender hat 60 gekostet. Ein Drittel des Wertes sollen diese angelaufenen super dicken
Und mit super billigen, das sind nicht mal Snakebite-Schäfte, das sind einfach lange No-Name-Schäfte. Wie gesagt, dazu dann schon stumpf angelaufen und die Flights sind auch nicht die besonderen. Also da ist ganz klar, diese Brastarts, really, ey. Ich will die nicht, ich will sie mir so ja nicht mal hinstellen. Also ist das definitiv ein Stern. So, und dann könnte ich auch noch mal zeigen, was bei Dartspool drin war. Hier sind es dann wenigstens mal Winmore Prism Force. Also auch hier ist dann nicht nur D-Puls oder Bulls. Es wechselt jetzt auch gerade so ein bisschen in den Tagen mit den Marken. Finde ich gut, mal was Überraschendes. Darum sind da zwei Sterne. Und na logisch, Elstal kriegt dann auch mal drei Sterne beim Dartsturm. Um dann am nächsten Tag direkt wieder in die Flaute zu gehen. Ja, da ist was drin, nämlich drei Schaftringe. Da kannst du aber froh sein für den ganzen Tag. Das ist dann der 19. bei Dartsturm. Bei McDart gibt es, oh wie überraschend, Weihnachtsflights. Diesmal allerdings mit Florian Hempel. Eine geile Darts-WM gespielt, wirklich gut gefallen. Das spielt jetzt hier gerade auch noch mit rein. Und bei Dartspool ist es hier mal von Unicorn, die Authentic 100 Big Wing Flights. Aber wenigstens auch mal markenmäßig jetzt ein bisschen was anderes. Finde ich vom Gedanken her schon mal ganz cool. Naja, und wenn du dich zwischen Flights und Schaftringen entscheiden musst, dann sage ich mal, gehe ich diesmal mit dem Flo Hempel, der kriegt die drei Sterne. Dann kriegen diese Unicorn Big Wing zwei Sterne von mir. Naja, und die Schaftringe bleibt ja nur noch einer übrig. Türchen Nummer 20. Brastarts mit Softdart-Spitzen drauf. Ole. Und hey, bei McDart wird es richtig abwechslungsreich. Weihnachtsflights, diesmal mit dem Gezi drauf. Vom Design allerdings echt. Links steht immer frohe Weihnachten, dann gibt es so einen geteilten Strich, dann kommt der Spieler. Kann man, glaube ich, ein Gimp über zwei Ebenen sich auch zurechtschieben. Also einfallsreich ist das Design jetzt auch nicht wirklich. D-Puls, Flights, ja, aber von Martin Schindler. Und zwar welche, die ich geil finde. Da ist nämlich mal ein bisschen Transparenz mit dabei. Dazu noch ein zweiter Satz. Und deswegen wieder mal die Entscheidung. Schöne Flights, typische Flights, Brastarts. Ganz klar kriegen die Martin Schindler von mir hier drei Sterne. Da tut mir fast schon ein bisschen weh. Die 394. Brastarts gefühlt auf dem Markt. Die ja wurden angeblich extra für diesen Darts-Kalender nochmal angefertigt, um den Wert auch ja virtuell nochmal schön nach oben zu treiben. Aber leider, eine Sache muss ich ja sagen. Die sind ja wenigstens neu, nicht angelaufen und hier hinten auch wenigstens nochmal mit einem feinen Grip. Ja, und da sonst die Auswahl hier nicht so riesig ist nach Weihnachtsflights, kommen hier nochmal Weihnachtsflights, sorry. Kriegen die Brastarts die zwei Sterne und der Gezi Flight den einen. Und weiter geht's im bunten Reigen. Bei Dartsturm ist hier so ein Mission Flux Handwärmer drin. Den kann man durchaus gebrauchen, ist eine schöne Sache. Gerade wenn du wo spielst, irgendwie kalte Location, musst die Finger ein bisschen anwärmen, ist sowas gar nicht so verkehrt. Bei McDart, ole, Schäfte. Und bei D-Puls, ich glaube diesmal ein kleiner Lückenfüller. Das ist hier so eine Aufkleber-Ockelinie. Ich brauche die auch gar nicht ausrollen. Das sind so Dinger, die mich nicht interessieren. Deswegen, das hier ist ein Stern. Die Winmore-Schäfte, okay, da steht Blade 6 drauf. Aber so what? Das ist auch Standardware mit diesen ganz dünnen Schaftringen. Das sind zwei Sterne. Handwärmer ist praktisch. Der kriegt diesmal drei. Und rüber zum nächsten Tag. Bei Dartsturm gibt es von Mission einen Flightlocher. Der ist jetzt nicht so cool wie der von Bulls. Bei McDart war jetzt mal so eine Rabattkarte drin, kann man 10% sich dann sichern, wenn man jetzt bei McDart einkaufen möchte. Und bei D-Puls wieder mal Shaft Flight. Naja, wie schon beim ersten Set, wenigstens zwei Sachen, die man benutzen kann, also zwei Sterne. Rabatt finde ich generell ganz cool in einem Shop mit viel Auswahl, also kriegt der die drei Sterne. Na und dann bleibt ein Stern für diesen Mission Flight Locher, der ist auch qualitativ nicht so geil, hatte ich selber mal ganz am Anfang. Hast du mal ein paar Flights gelocht und dann fängt das Ding an ein bisschen stumpf zu werden und dann hast du halt keine saubere Lochung mehr. Das waren übrigens jetzt Türchen Nummer 23, ne? Jetzt kommen wir rüber auf die Highlights, Türchen Nummer 24 bei Dartsturm. Ja, L-Style Flights, aber die alten, Mensur Suljovic, spielt keine Sau mehr. Spannungsbogen abfallend, weißt du Bescheid. McDart, ja, da glänzt dich so ein lilafarbenes Snakebite Treefold an. Immerhin mal eine andere Farbe. Du denkst aber irgendwie, hey, ist da noch was drin? Nee, ist einfach nur wirklich leeres Case. An sich ja gar nicht so übel, aber irgendwie denkst du wirklich am 24. einfach so ein leeres Ding und da sollst jetzt die fetten Brastarts wahrscheinlich drin verstauen. Also ich finde es für den 24. auch so ein bisschen... Aber... Das ist ein 24. D-Puls, Martin Schindler, The Wall. Deswegen war da nochmal extra ein Paket mit bei, ein großes, wo drauf stand, bitte erst am 24. öffnen. Das war dann nämlich die Verpackung in dem Türchen selber.
waren nämlich hier wunderbar seine Tungsten-Darts mit drin. Wollte ich schon immer mal haben, deswegen freut mich das, dass das in dem Kalender hier auch mit drin ist. Und wie ihr seht, komplettes Package mit Schäften, mit den Flights. Die schönen gab es ja ein paar Tage vorher. Von daher finde ich das auch vom Aufbau her ganz cool. Da sind nochmal irgendwie Ersatzpoints drin. Ja, ganz ehrlich, Leute, das sind natürlich fett, ganz fette 3 Sterne zum 24. Das ist ein Highlight. Da hast du Spaß, da freust du dich drauf. Da hast du dann wirklich nochmal einen Abschluss im Kalender, dass du sagst, yes, das hat sich doch gelohnt. Geil. Also really, hat sich das aber gelohnt hier. Ich habe Mento-Suljovic Flights für meine Soft Brass Darts Bomben oder in womöglich hier schon angelaufenen Brass Darts Snakebite Darts. Yeah. Also kommt. Das ist dann die Ausbeute aus ziemlich vielen Türchen der 3 Kalender. Und ich meine, guckt euch die Tage hier mal an. Schäfte, Schäfte, im Prinzip Schäfte, Flights, 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 Schäfte. Bei Dartsturm, Schäfte, Flights, Schäfte, Flights, Schäfte, komische Barrel, Flights. Ja, beim letzten Zwischenstand hatte der Dartsturm 25 Sterne, MacDart 27 und Dartspool 32 Sterne. Und nach Öffnung aller Türchen beträgt der Endstand jetzt, natürlich rein subjektiv und aus Spaß, 47 Sterne, sowohl für MacDart wie auch für Dartsturm, beide gleich auf, und 56 Sterne für den Adventskalender, der die meiste Abwechslung bietet, für Dartspool. Ja, Dartsportfreunde, abschließend, was soll ich sagen? Der Kalender von Dartspool hat mir Spaß gemacht, hat nochmal ein richtig geiles Highlight. Da sind Tungsten-Darts drin, Martin Schindler, The Wall, Komplettpaket mit schönen Flights. Und im Großen und Ganzen eben brauchbare Sachen, aber vor allen Dingen eine Sache nicht, keine Brass-Darts. Und auch so ein bisschen nochmal darauf achten, in der Reihenfolge ist das jetzt ein Sonntag, also ein Adventstag, ist da Nikolaus dabei oder eben auch der letzte Tag, Weihnachten, das Highlight, das große Geschenk. Bei 2 Kalendern würde ich selber sagen, muss man sich nicht nochmal antun und es spielt gar keine Rolle, ob jetzt als Darts-Anfänger oder rein aus Jux und Dollerei. Interessant finde ich auch das Endergebnis. Dartsturm, MacDart nehmen sich am Ende eigentlich nicht viel und es passt sogar ganz gut auf die Reihenfolge oder Bestückung. Der eine hat es halt von Winmo Red Dragon drin, der andere dann von Mission oder Eigenmarken, aber bei beiden sonst aus meiner Sicht im Prinzip genau das Gleiche, also sehr austauschbar. Ich selbst finde es ein bisschen schade und ich glaube auch eine ziemlich große verpasste Chance. Dann ist es nicht so, dass du als Händler im Fernabsatz dir immer wieder die Frage stellst, wo und wie komme ich dann an meine Kunden ran? Wie kann ich denn meine Kompetenz und meine Marke und mein Portfolio am besten tagtäglich dem Kunden präsentieren und zeigen, dass ich was Geiles habe? Ja, ich würde sagen, mit einem Darts Adventskalender. Der ist schon in der Stube des Darts-Interessierten. Jeden Tag hat er Bock, ein Türchen zu öffnen. 24 Mal die Chance, jeden Tag im direkten Kontakt mit deinem Kunden und dem Darts-Interessierten zu sein und ihn Stück für Stück von Woche zu Woche zu zeigen, dass Darts ein toller Sport ist, wie man den ausüben kann, was gutes Zeug ist, was man auf jeden Fall ausprobieren sollte, was wirklich Spaß macht. Und da verstehe ich nicht, warum in so einem Kalender bis heute einfach noch Flight-Protektoren drin sind, Fingerwachs, wie es schon in allen Jahren drin war. Natürlich Schäfte, natürlich Flights und wieder Schäfte und wieder Flights. Mal ein bisschen Weihnachten, mal wieder Standard-Flights. Und dann den ganzen alten Ramsch, den man nicht losgeworden ist. Dafür gibt es doch jede Menge Sale und Black Friday und was weiß ich, Bundle und Mystery Pack und sonstige Angebote. Ich bin überzeugt davon, dass man einen Darts-Kalender machen kann, der durchaus ein bisschen mehr kostet und der vielleicht auch von der Gewinnspanne ein bisschen niedriger ausfällt. Aber der überzeugt durch seine Inhalte, der überzeugt durch seinen Spannungsbogen, der überzeugt, weil da Produkte drin sind, die wirklich gut sind, die taugen, wo jeder sagen würde, wow, das war in deinem Kalender drin, cool. Aber gut, ich denke, das waren jetzt mehr als genug Anregungen und Wünsche. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welche Darts-Kalender ihr so ausgepackt habt, wie euer Erlebnis so war und ob ihr im nächsten Jahr wieder mit einem dabei wärt. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Jahreswechsel. Good Darts, wir sehen uns dann im neuen Jahr schon wieder. Und bis dahin sage ich Tschüss, ciao, Good Darts, euer Olli. You're thinking, give me what you're drinking.